Hey Leute, ich bin's wieder, euer Pokémaniac. Und heute habe ich euch die Magiana EX Battle Heart Tin mitgebracht. Beziehungsweise Kampfherz Tin. Battle Heart heißt Kampfherz auf Deutsch. Hier sehen wir Magiana von vorne. Auch auf dieser Tin natürlich drauf. Und die EX Promo. Magiana an der Seite. Pikachu von und Volcanion an der anderen Seite. Hier drunter steht noch Pokémon Training Card Game. Genau. Hier die Rückseite mit dem Text und was man alles darin bekommt. Aber das sehen wir ja jetzt. Deswegen, ohne großes Vorgeplänkel, mache ich mich jetzt daran, diese Tin hier zu öffnen. So. Und hoffentlich ziehen wir dieses Mal irgendeine EX oder so. Letztes Mal gingen wir ziemlich leer aus bei dem Opening. Die Pikachu EX-Tin hat's nicht so gebracht, wie erhofft. Aber das kann natürlich mal passieren. Es kann natürlich nicht immer irgendwie was Gutes da drin sein, wenn man sich irgendein Produkt holt. So, zwei Dampfkessel-Packs. Einmal Schicksalsschmiede und einmal Turbofieber. Die Reihenfolge nehmen wir einfach mal. Und dieser Online-Code schaltet, wie es aussieht, ein Online-Deck frei mit 60 Karten und natürlich Magiana EX drin enthalten. Ich glaube zweimal oder so ist diese Magiana EX-Karte drin. Hier könnt ihr die nochmal sehen von Namen. Schau einmal ganz kurz. Ja. Zustand auch in Ordnung, denke ich. Hier Magiana EX. Zeige ich euch nun mal von Namen. Oh, schmeiß hin. So. Also Magiana EX 160 KP. Mit geheimnisvolles Herz. Die Karte ist ein Reprint aus XY Dampfkessel. Hier könnt ihr euch nur den Text durchlesen, wenn ihr möchtet. XY Promo Nummer 175 mit dem Angriff Zerstörerische Seele. Auch ein sehr nices Artwork, finde ich. Schön. Jo, diese Promo auf jeden Fall konnte ich noch für die Sammlung gebrauchen. Lege ich mal hier hin. So lang. Hier sind die Booster. Und wir starten direkt mit Turbofieber. Mit dem Mega Xerox Artwork. Und hoffen auf gute Puts. Jegliche EX-Karten werden ein guter Pull. Meiner Meinung nach. Oder auch eine Turbo. Hier nun Kamaup. Shinox. Picolente. Gramoklis, Algit, Mogelbaum, Tierno, durchfeiern. Mushas ist die Reverse. Oh, und Togekiss EX ist die EX-Karte in diesem Pack. Die seltene Karte in dem Pack, wohl besser. Mit mächtiger Wind- und Hurricane-Schwinge. Diese Karte ist übrigens auch zum Tauschen verkauft. Die benötige ich zurzeit nicht. Sehr schön. Sehr krass. So. Nun, hoffentlich, dass es so weitergeht. In dem Schicksalsschmiede-Pack. So, hier haben wir Finks. Rockara. Sesokids. Picochilla. Bronze, Görentalent, Knuddeluff, Ordos Geistesbund, Ordos Geistesbund in Reverse und die Rare in dem Pack, Pantimos. Pantimos Stern. So, ich heb mal wieder Volcanion für den Schluss auf.
und hoffe auf gute Pulls. Was sind eure Erfahrungen so mit diesen Tinboxen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr da so letztens rausgezogen habt und was für eine Tinbox das war. Hier Mantax, Watzapf, Arctip, Tanpignon, Menki, Klicklack, Nidorino, Spezialaufladung, Tangela ist die Reverse und die Stern ist Gastrodon. Letztes Pack, letzte Chance. XY Dampfkessel, lass mich nicht im Stich. Hier haben wir Arctip, Voltilam, Klick, Samurzel, Gladiantri, Anorit, Ressladero, Ambidiffel. Auch Ressladero ist auch unsere Reverse und die Rare ist Polterus. Jo, also allgemein eher mäßige Puls in dieser Tin, aber natürlich Togekiss EX ist sehr nice. Dafür hat sich die Tin dann doch gelohnt. Sehr schön. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und schaut auch das nächste Mal wieder rein, wenn ich für euch alles Mögliche unboxe. Euer Pokémaniac. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.